Willkommen zurück zu Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars. Ja, Freunde, wir sind hier wieder ganz am Anfang. Hier haben wir gestartet. Das ist Marios Haus und dieses wunderbare Super Mario Brothers Theme. Aber was machen wir hier eigentlich? Wir haben ja jetzt 6 der Sterne im Gepäck. Und den 7, den hat Smithy selbst. Jetzt ist die Frage, können wir mit den 6 Sternen schon zurück nach Bowsers Festung? Können wir es mit dem Schwert Exo aufnehmen? Reichen die Sterne aus, um uns nach Bowsers Festung zu bringen? Wir werden es herausfinden auf jeden Fall. Oh, und es wird dann sehr episch werden, also wenn wir wirklich in Bowsers Festung sind. Holla, die Waldfee. Apropos Bowsers Festung. Ich rüste wieder ein bisschen um hier mit den Charakteren, weil uns fehlt natürlich die Kundschaft drin. Diejenige Person, die sich am besten im Bowsers Feste auskennt, es ist natürlich Peach. So oft wie die da schon war, bei Bowser zu Gast, wie oft die sich schon entführen lassen hat, freiwillig. So gut kennt sie sich da auch schon aus. Deswegen, das ist das perfekte Team für Bowsers Festung, wie ich finde. Hat der Gino und Mello nichts verloren. Und ja, schauen wir doch mal, ob wir jetzt was bewirken können mit den 6 Sternen im Gepäck. Zu Bowsers Burg. Da ist es Exor, das riesige gefährliche Schwert. Ausblick. Ja, ich will aber rüber. Ich will rüber. Mario springt nur und die Macht der Sterne reicht noch nicht aus. What the fuck? What are we doing now? Moment, erinnert ihr euch noch an was? Es ist jetzt so die einzige Möglichkeit, die wir überhaupt noch haben. Weil es gab ja so ein Wolkentaxi. Das war ja in Reparatur oder so, ne? Nachdem Valentina besiegt worden war, gingen die Reparaturarbeiten da ja weiter. Und vielleicht kann uns das irgendwie nach Bowsers Festung bringen. Und setzt natürlich voraus, dass das Wolkentaxi auch schon fertig gebaut ist. Aber ich hoffe es doch. Bitte, komm schon. Ansonsten muss ich echt nachschauen. Ha, schöne Musik. So, hier ging es dahin. Na, oh, das sieht aber nicht fertig aus. Doch, ich bin fertig. Bitte nerven. Der Bus wird gerade repariert. And now. Jetzt mal ernsthaft. Boah, jetzt gehe ich mich direkt hier beim König beschweren. Scheiße, ey, was machen wir denn jetzt? Wo ist der König? Mama Mia, so kann es mal nicht weitergehen, ey. Deine Arbeit ist ein stinkefaul, ey. Du musst mal sofort hier den Befehl zur Wolkentaxi-Reparatur geben, ey. Also, sonst machen die nichts mehr. Sonst wären wir hier nicht mehr fertig, ey. Ihr wollt doch auch, dass die Star World wieder repariert wird, oder? Ich will die königliche Statue und Sammlung sehen, sie ist echt bemerkenswert. Ach so, es war gar nicht der King. Ach, komm, Mann. Gebt mir euren König. Gebt mir euren König. Ich muss gleich bitterlich weinen. Freunde, bleibt dran, es wird noch sehr spannend. Ah, da haben wir doch. Oh, es passiert wirklich was. Holla, die Waldfee, war's doch richtig? Mama, Vater. Konntest du den Stern finden? Ja, die Axiom Rangers klauten ihn uns allerdings, aber wir holten ihn zurück. Wundervoll, jetzt könnt ihr die Star-Star-Ding reparieren, oder? Wohl nicht, euch fehlt noch ein Teil, schätze ich. Der letzte Stern. Halt, er kann nur noch in Bowsers Burg sein. Ja, oder bei Smithy selbst, der da wahrscheinlich sich aufhält. Ja, wissen wir, aber man kommt nicht hinein. Wir haben es wirklich versucht. Wir haben nicht nur so getan, auch wenn wir da manchmal zu sowas imstande sind. Ja, ja, sogar Mario kann nicht so weit springen. Okay, benutzt den. Genau, Schatz. Benutzt den königlichen Bus, der noch nicht repariert ist. Hallo? Ja, Mello, es ist an der Zeit für dich, den Bus zu nehmen. Mama Mia, da war ich gerade, aber der ist nicht repariert. Sag mal, scheiß Arbeiter, weil das ist nicht mal ein bisschen sputern, ey. Wir wollen doch irgendwann im Bus aus Castle ankommen und nicht erst in 100 Jahren, ey. Da bin ich alt und dann habe ich auch keinen Bock mehr zu so einem Scheiße. Ah, wahre Worte von Mario, muss man ihm lassen. Als ich in deinem Alter war. Wirklich?
Seid ihr sicher, dass es okay ist? Natürlich, Schatz, es ist repariert, bis ihr uns verlasst. Du musst Mario und den anderen einfach helfen, den letzten Stern zu bekommen. Klar, Mama! Komm, Mario, gehen wir. Ja, und jetzt geht es wahrscheinlich erst. Man muss sich ja dieses Event auslösen. Oh mein Gott, wer soll denn da drauf kommen? Erstmal ernsthaft, wer das blind spielt. Ja, gut, ich bin ja auch drauf gekommen, aber nur so just for fun. Ich wollte jetzt eigentlich wieder mir einen Dialog erfinden, wie Mario sich beim König beschwert. Ihr kennt mich ja. Und dann hätte ich nachgeschaut, was zu tun ist. Aber das war auch noch richtig. Lol. Okay. Mit Schwachsinn kommt man manchmal auch zum Ziel. Sonst wäre ich ja nicht so weit gekommen. Na gut, ihr habt auch schon mal im Walkthrough nachgeguckt. Das stimmt ja. Aber nicht jetzt. Das macht mich stolz. Ja, jetzt auf einmal, ne? Ja, der Bus wurde repariert. Hättest eine Sekunde später kommen müssen. Wir können wieder tätig sein. Wir müssen nach Bowser's Burg. Ganz dringend, ganz dringend. Ich möchte die Erste sein, die es ausprobiert. Prinz Mello. Wir wollen zu Bowser's Burg. Jetzt bitte, bitte, bitte. Kannst du uns mitnehmen? König Nimbus hat es mir schon erzählt. Ich weiß zwar nicht, Ja, der hat mir einen Vogel geschickt, ne? Deswegen wusste ich schon Bescheid. Weil ansonsten wäre es sehr unlogisch, weil wir sind ja rucki-zucki ja hingesprintet. Und der alte König Nimbus kann ja unmöglich schneller sein als wir. Deswegen hat er wahrscheinlich einen Vogel oder so hingeschickt. Oder den einfach per WhatsApp geschrieben. So wird's sein. Es ist sofort da. Oh, es ist das Mittel zum Sieg. Endlich kommen wir jetzt in Bowser's Festung. Es ist das, was wir die ganze Zeit schon wollten. Dieses Wolkentaxi. Hier kommt er, hier kommt er. What? Das ist ja ein riesen Lucky Two. Und der sieht cool aus. Der sieht richtig cool aus. Was machst du, Mutter? Schnurrfeder, ein Kästchen. Kannst du Prinz Mello zum Eingang von Bowser's Burg bringen? Natürlich. Ich will endlich wieder mit diesem Ding fahren. Komm, Prinz. Spring rein. Oh yeah. Ladies first. Und Mario hinterher. Alle da? Und los. Jetzt geht's endlich nach Bowser's Festung, Freunde. Die Epic Nest startet. Bowser's Festung mega inszeniert, mega spannend, schwer und abwechslungsreich. Es wird so nice. Guckt euch das jetzt mal an. Wir sind jetzt einmal im Uhrzeigersinn um die Insel gelaufen und jetzt sind wir wieder ganz am Anfang in Bowser's Festung. Unglaubliche Szenen spielen sie ab. Ey, es ist so genial umgesetzt, das Spiel. Und jetzt wird's wirklich sehr spannend. Oh. Die ganzen Freunde, die wir auf dem Abenteuer getroffen haben, sie feuern uns praktisch an. Und seelische Unterstützung, weil jetzt wird sowas von knackig schwer. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt ohne Offscreen-Training, aber naja. Versuchen kann man es ja mal. Stuxy bleibt stehen, falls wir den Schwanz einziehen wollen und zurückkehren wollen. Und natürlich lockt dieser Geruch, diese Atmosphäre, diese Umgebung unseren lieben Koopa-König wieder hervor. Ah, der Geruch kochender Lava. Daheim ist es doch am schönsten. Der Peach. Jetzt werden wir Smiffy so richtig zeigen. Ja, Smiffy will ja die Sterne zerstören. Er hat ja einen, ob er den schon zerstört hat. Wir wollen es mal nicht hoffen. Ja, die ganzen Statuen und die Musik. Mega atmosphärisch. Mega geil, das Kapitel wird Hammer. Wir steuern jetzt auch Richtung Finale zu. Steuerbord, Backbord, was auch immer. Bowserbord. Wir gehen Richtung Finale. What? Einer von der Koopa-Patrouille. Ey, ihr Bowser mit. Was attackiert ihr den denn? Ja, oh, Peach mit ihren neuen Fächer hier. 138. Epic. Was? Das war jetzt Ironie, was ich gesagt habe. Bowser verjagt die Monster. Bowser verjagt die Monster. Er läuft bei ihm. Oh, es gibt keine Erfahrungspunkte. Du bist mir einer, ey. Oh, es sind immer so viele, ne? Ich möchte mal einmal mit euch gegen die kämpfen und dann besiege ich die offscreen gerade, weil ohne Scheiß, ihr lasst mir jetzt hier nicht die Erfahrungspunkte einfach so flöten gehen. Gino, du bist gefragt. Na, jetzt ernsthaft. Einer. Das ist ja wie gar keiner. 169.
Der hat aber auch ordentlich an Power dazu gewonnen. Holy crap! Und habt ihr gesehen, der schießt jetzt mit so fetten Patronen. Doch was, nur 9 Erfahrungspunkte? Ja, trotzdem. Komm, einen mach ich nur mit euch. Oh, ich will nicht mehr nur gegen einen, ich will mal, dass die angreifen. Bats! 178, es ist ja so übel. Aber die sind nicht unbedingt so stark, oder? Man weiß es nicht, man weiß ja nicht, was sie für Moves drauf haben. Das ist das Ascupatrol hier aus Paper Mario. Die waren immer sehr stark. Oh ja, endlich. Die heißen hier Terracotta. Wieso denn Terracotta? In Japan gibt's ja... Nee, in China gibt's ja diese Terracotta-Armee. Die so ein Kaiser immer aufgestellt hat. Aber was sie jetzt mit Terracotta an sich haben, das weiß auch nur der Geier. Ah, lächerliche Gegner. Die Monster finden Gefallen an Bowsers Laune. Die Monster sind verwirrt. WTF! Bowser ist doch gar nicht mal hier. Das verstehe, wer will. Naja, Freunde, gut, der steht noch. Du bist aber ein widerspenstiger Genosse hier. Hab ich den nicht schon mal noch reingehauen? Nicht schlecht. Auf jeden Fall, Freunde, ich werde jetzt offscreen besiegen, weil ich die Erfahrungspunkte mir nicht durch die Lappen gehen lassen möchte. Also bis gleich. What the fuck? Der Gabelmann ist entzückt. Direkt erster Kampf und gleich neue Gegner. Das sind ja verbesserte Abstecher. Wisst ihr noch? In, im Nimbusland, im königlichen Palast, wo Valentina noch da war, gab es ja diese Abstecher. Das sind jetzt wohl stärkere Versionen davon. Das Monster ist verwirrt. Ich hoffe, darunter zählen auch diese verbesserten Abstecher, diese Gabelmann oder wie das... What the fuck? Ne, die zählen da glaube ich nicht drunter, weil das wirklich abgesandt von Smithy sind, aber... dieser Terracotta-Typi, der zählt da auf jeden Fall drunter. So, friss! Fächertime! Gabelmann ist zur Besinnung gekommen, goddammit. Hahaha! Dein Freund greift dich an. Das ist aber schlecht, was? Oh nein. Du Spießer, du. Du spießt mich gar nicht mal auf hier. Da geht er down, oder? Ja. Definitiv. So, jetzt noch hier Bowser Stärken gerade besiegen. Ja, und dann mache ich das wirklich offscreen. Dick Dad. 222. So, gibt kein Level, aber verdammt viele Erfahrungspunkte. So, gegen wen haben wir es diesmal zu tun? Wieder Abstecher? Nee. Okay, bis gleich. Jo, alle besiegt. So, dann machen wir jetzt mal ruhig mit Tino erstmal weiter. Wer weiß, was da noch alles kommt. Ja, auch Goombas. Die werden wahrscheinlich auch weglaufen, wenn wir Bowser nehmen. Dann kämpfen wir jetzt gegen 2 Goombas und dann nehme ich Bowser. Oder besiegt die alle erst offscreen. Na, mal schauen, wie wir es machen. Je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte die geben. Wie heißt der? Wie heißt der? Ja, schauen wir uns gleich an. Oh, die haben gar nichts auf. Nur Zahnbelag. Was ist denn mit denen los? Kotzgrün, die Goombas. Habt ihr zu viel gesoffen? Ja? Ja, habt ihr das? Jägermeister und alles, was dazu gehört? What the fuck, Sterncruster? Nutze ich das, um einmal den Gino-Blitz auszuprobieren. Aber ich möchte noch wissen, wie die heißen. Gugumba. Habe ich noch nie gesehen, deswegen mache ich das jetzt mit euch mal zusammen. Vielleicht der einzige Moment im Let's Play, wo wir es mal sehen. Ah, wobei, die Kanone? Ich glaube, ich kenne die doch. Ja, doch, kenne ich. Macht die wenigstens Schaden. Na, ja. Weiß nicht, was ich da verhalten soll. Also das Viech, dieser Sternkuss, dieser Krebs, hat eine hammermäßige Verteidigung und da geht es halt super durch. Deswegen kann man nicht meckern, aber ich habe es auch falsch gemacht, das Action-Kommando, muss ich schon sagen. Nicht gedrückt gehalten, ich habe die ganze Zeit Y gedrückt. So ein Bekloppter. Na egal. Ihr lieben Goombas, ach komm, ey, das ist nicht mein Ernst. Aber es ist eigentlich so scheiße, dass wir jetzt hier Gino nehmen, weil es ist Bowsers Kapitel, das ist seine Feste und er will ja schließlich gegen Smithy antreten. Deswegen nehmen wir ihn jetzt auch wieder rein. Komm, Bowserchen. Bowser Schätzchen, so. Der wird wieder reingenommen. Mir ist scheißegal, ohne Witz. So, wenn es zu schwierig wird, dann mache ich halt ein Offscreen-Training. Ah, ich denke, wir kommen da ganz gut durch. Ja, komm, den besiegen wir sogar, oder? Yeah. Hä, Bowser? Was ist mit dir denn kaputt? Ich dachte, der verjagt den jetzt wieder. Dann halt nicht.
Hab jetzt auch nichts dagegen. Ja, cool. Oh, Jump'n'Run-Abschnitt. Wie so oft, aber es kennt Mario ja schon. Der war ja auch schon oft genug in Bowser's Feste. Wow. Hallo. Hallo. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Ah, wieder neuer Gegner. What? Oh, Bowser verjagt. Ey, ich hätte so gern gegen die gekämpft. Ich hätte so gern gegen die... Okay, Albatrupa bleibt. Interessant. Ja, natürlich angelehnt an Albatross, so ein Vogel. Gigantischer Vogel, also ein ziemlich großer Vogel mit einer großen Spannweite. Und daran ist es angelehnt, dieser Name. Albatrupa. So ein verbesserter Riesentrooper. Also hier viele verbesserte Gegner von, ja, von der Festung im Nimbusland, muss man schon so sagen. So. Tick Dead. 49 nur. Shit! Oh nee, das macht doch schläfrig oder so ein Scheiß, ne? Hm. Gut, ich denke, die Goombas werden nicht viel können, deswegen besiegst du mal diesen scheiß Krebs. Super! Geht ja ab, Bowser! Ja, oder verjagst halt. Wir geben dir eh kaum Erfahrungspunkte. Super! Ach, weil wir Bowser nicht hätten, ne? Er macht sich sowas von nützlich in diesem Spiel. Boah, 12 gibt dieser komische Krebs. Nein, ich wollte gegen die kämpfen ohne Bowser. Hm. Bowser verjagt die Monster. Ah, der bleibt immer. Dead! Wie hat er wohl? 300? 150 hat er jetzt schon kassiert. Nochmal 150 drauf. Ne, er hat mehr als 300. Alter. 450? Ne, er hat mehr als 450. Holy crap, der hat 500 oder so. Scheiße, der hat was drauf. Der wohl Schaden macht mit seinen Himmelsfeger? Man weiß es nicht. So, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder Gino reinnehmen. Wir wollen ja mal einmal legal gegen die kämpfen, ohne Bowser als Hilfe. Was kämpfen wir jetzt gegen? Goomba oder gegen den Trooper? Gegen den Trooper. Das ist die Frage, wen besiegen wir zuerst? Ja, hier unsere riesigen Freunde. Ich denke, die anderen werden keine Bedrohung darstellen, deswegen sind wir ganz gut bedient. Wenn wir uns um den erst kümmern. 150. Die Monster finden Gefallen an Bowsers Laune. Die Monster sind verwirrt. Darunter zählen wahrscheinlich alle, die Bowser verjagen kann. Riesentrooper bereit zum Abflug. Bam. What? Die haben ja doch was drauf. Crap. Kümmerst du dich jetzt um die? Gino. Na, ah, halten immer nicht viel aus. Das ist gut. So, ich vertraue Peach, dass der Riesentrooper besiegen kann. Ansonsten muss Mario nur noch einen hintersetzen. Nee, passt. Läuft! Läuft bei ihr! So, und der... Ah, ja, das ist doch mein Liebster hier. Ich mag die so gerne, diese Terrakottas. Kämpfen immer so schön für einen selbst. Genau wie diese komischen Chamäleons da, diese Orangenen. Damals. Als wir noch alle jung waren. 171, ich denke, jetzt war's das. Au revoir! Oh, oh, au revoir! So. Verdopple deine Münzen, okay. Yes! Diesmal habe ich es wirklich gesehen, kein Scherz. Mich konzentriert und es hat sich gelohnt. Ich würde sagen, Bowser Action. Jetzt haben wir es gesehen, die Gegner haben doch ganz schön was drauf, halten nur nicht viel aus, aber okay. Da ist schon der Thron! Bowsers Thron! Doch wie geht's dann weiter? Finden wir es heraus. Gleich werden wir mehr wissen. Ah, es tut so gut, dass wir Peach wieder haben, weil die ist einfach besser als Mello. Mello ist zwar ein guter Magier auch. Hat gute Moves drauf, aber was die Heilung betrifft, ist er echt schlecht. Ja, sie, whatever. Kann mich immer noch nicht entscheiden. Vom Aussehen her weiblich und vom Spiel her männlich. Ja, hallo. Muss ich dich erst besiegen oder was? Geht's dann weiter? Was ist das denn hier? Gabelmann. Ja, wir lassen den mal in Ruhe erst, den Gabelmann. Ich glaube, der pennt so lange, bis man ihn angreift. Scheiße, ey, das ist ein Drecksviech. Aber so richtig, ne? Ja, komm, nicht, dass wir hier alle einschlafen. So, ist die Riesenkrabbe schon mal besiegt. Mr. Krabs! So, der Goomba ist auch weg. Ja, jetzt müssen wir es schon machen. Angriff! Attacke! Ja, Gabelmann ist zur Besinnung gekommen. Genau, wenn man ihn angreift,
Dann wird er wach und greift euch auch an mit ziemlich starken Moves, also seid da vorsichtig. Vorsicht vor den Gabelmann. Sturm. Was ist das denn? 55 für Peach. Euer Ernst? Na gut, Therapie. Ui, Psychotherapie. Refresh, 138. Und tschüss. Das sollte reichen. Genau. So, jetzt bin ich mal gespannt, was tut sich hier? Müssen wir erst ein Rätsel lösen? Müssen wir eine Statue verschieben, wie in The Legend of Zelda? Oder was muss man hier machen? Ne, jetzt geht's hier durch. Okay. Ein dunkler Abschnitt. Ganz viele Goombas. Ja, was glotzt da so die Statue an? Hallo? Du darfst die Statue nicht angucken. Das ist ein Befehl von Bowser. Ja, der verscheucht jetzt alle. Passt mal auf. Tschüss. Nee, doch nicht. Shit. Hätte ich gedacht. Note. Ja, jetzt aber. Bowser verjagt die Monster. Bowser verjagt die Monster. Und... Nee, der Goomba nicht. Aber jetzt... Der sterben. Und tschüssi. Ja, 10 Erfahrungspunkte. Natürlich, wenn man das alles ohne Bowser spielt, kriegst du ja echt das ein oder andere Level noch und man braucht es auch eigentlich. Aber mein Gott, ich denke nicht, dass ihr sehen wollt, wie ich gegen jeden Gegner kämpfe. Und ich meine, wenn ich nicht alle Erfahrungspunkte mitnehme, dann wird es auch ein bisschen spannend, ne? Habe ich gerade ernsthaft den Goomba getötet? Nein! Sie haben Goomba getötet, die Schweine! Nee, das meine ich eigentlich nicht. Weil der wäre ja auch eh geflohen durch Bowsers Gebrüll oder was der auch immer macht. So, tschüssi. Das ist natürlich dämlich, dass jetzt unsere Heilerin schläft, ne? Die arme Toadstool, die arme Peach. Ja, ihre engsten Freunde sagen Peach. Und so die Toads würden eher Toadstool sagen. So, das, was dahinter steckt. Und früher hieß sie halt überall Toadstool. Oh nein, wieder der Sturm. Ein Sturm zieht auf! Oh mein Gott, und dann noch auf Bowser, der so eine schlechte magische Verteidigung hat. Yo, ist klar, 78. Diese Gabelmänner, ne? Ohne Scheiß, diese Tim Meltzer-Verschnitte, die sind so gefährlich. Aber was willst du machen? Man kann die ja nicht one-hitten, nur mit einem Spezialangriff. Und dafür sind mir die Blütenpunkte zu schade. Gino Level 23, ist das nicht ehrlich? HP plus 1, wollt ihr mich verarschen? Ja, hier ist Spezialangriff plus 3, epic. Oh, was war das? Alles refreshed? Wieder ein Paracooper. Ah, ich weiß es schon, es sind alle fliehen aus der Dicke. Hey, Digga, was geht? Warst du immer noch nicht mit Weight Watchers? Ah, schade. Du wolltest doch eine Diät machen, ne? Das hast du mir doch neulich erzählt. Ja, genau, jetzt tu nicht so und wolltest nur einen Salat essen. Ja, guck nicht so mit deinen Hamsterbäckchen. Ich weiß es doch, nur noch Salat. Hast du mir persönlich gesagt, ja, selbst schuld, ne? Jetzt hast du auch abgenommen, jetzt bist du nicht ganz aus der Welt geschaffen. Okay. Was bist du denn für ein lustiges Kerlchen? Glotzt er uns an. Ah, Mario, du bist umzingelt, du Lappen. Was? Der ist da runtergesprungen? Nein, Mario! Ich töte mich lieber selbst! Was ist das denn für ein Spaß? Aber dich besiege ich, weil du also blöd rumzappelst. Du bist der Zappelkönig. Und wir greifen erst diesen Sterncruster an. Falscher Bowser. Ey, so ein Bastard gegen so ein asoziales Schwein, ey. Nur einschlafen, mehr kann er nicht. Ja, komm, Mario, mach du den Goomba meinetwegen weg. Da geht er da unten. Bowser pennt ja jetzt, da kann ihn jetzt, glaube ich, nicht verscheuchen. Gabelmann sollte man nicht attackieren. Und ich denke, das werde ich jetzt auch nicht tun. Kein Bock. Peach heilt. Ach so, die sind jetzt alle voll. Das ist ärgerlich. Naja. Ist Bowser wieder wach? Naja, komm, jetzt müssen wir den schon angreifen. Wollen ja heute noch fertig werden, ne? Oh nein! Komm bitte auf Oh, nicht Safe State. Schon wieder auf Bowser, ist das so bekloppt? Ja, komm, heilen wenigstens. Bowser greift jetzt endlich mal wieder an. In your face, nur 91. Was zur Hölle, wurde der davon auch noch geschwächt oder was? Könnte sein. Wie overpowered ist denn dieser Sturm? Kriegt Mello vielleicht auch noch so eine Fertigkeit? Das wäre noch richtig nice. Oh, jetzt ich ihn gar nicht heilen brauchen, er kriegt so ein Level ab. Und hat jetzt 200 HP. Hammergeil. Oh, Spezialangriff. Boah, ist der schlecht. Guckt euch das mal an.
Nur 89. Aber okay. Hier geht's weiter. Ein Speicherpunkt. Kroko? Was zur Hölle? Was macht der denn hier schon wieder? Kommt es zum dritten Fight gegen Kroko oder was ist hier los? Der Cliffhanger schlechthin. Wenn wir erneut gegen Kroko kämpfen oder will uns gegen Smithy helfen? Das Zweite bezweifle ich eher. Wir werden wahrscheinlich wieder gegen ihn kämpfen müssen. Was hat er diesmal drauf? Was für fiese Taktiken hat er diesmal geplant? Was klaut er uns wieder? Ich weiß, dass er was Böses vorhat. Oh mein Gott, Freunde, es wird spannend im nächsten Part. Wir werden weiter im Bossesfest so voranschreiten. Vielleicht treffen wir ja schon auf Smithy oder auf das Schwert Exor. Es wird spannender und spannender. Vor allen Dingen kommen ja noch mega schwere Jump'n'Run-Passagen dazu. Also, unbedingt dranbleiben, Freunde. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut, haut rein.